Hallo Leute, ich begrüße euch zum heutigen Samstag Spätnachmittag, so einem kleinen Wetterupdate. Ich stehe hier unterhalb der Ortschaft Dörpe am Bachlauf, hier an der Brücke. War ich ja schon öfters mal, habe ich euch ja schon mal ein Video von der Weide hier gemacht, von dieser alten, die sie oben gemacht haben. Hier ist auch die Kirschallee. Das ist hier eine sehr schöne Ecke. Und dann kommen wir gleich mal zum Wetter. Wir sind also noch unter Hochdruckeinfluss. Es ist noch aufgeklärt hier. Es ist noch milder geworden im Vergleich zu gestern. Wir haben heute tatsächlich 10,8 Grad bei recht lebhaftem Südwestwind, der mit 3 bis 6 Beaufort hier weht. Feuchtigkeit liegt aktuell bei 78%. Der Taupunkt bei 3,4 Grad. Bewölkung ist keine vorhanden, außer Richtung West-Nordwest sehen wir ähnlich wie gestern hohe geschlossene Bewölkung. Das ist die Vorderseite einer Trogentwicklung eines Tiefdruckkomplexes im Westen, der ganz langsam auf unseren Bereich übergreift. Dem vorgelagert ist noch eine Kaltfront, die sich auch nur sehr langsam bewegt. Also wir kommen jetzt wieder zunehmend unter Tiefdruckeinfluss. Es wird kurzzeitig jetzt sogar noch etwas milder, jetzt an den Tagen bis vor Weihnachten. Die Temperatur teilweise wieder zweistellig werden in einigen Gebieten, aber auch nicht lange. Das wird dann Mitte, nur nach Weihnachten wird es dann wieder kühler werden, aber es ist heute hier wirklich ausgesprochen schön. Es ist fast schon frühlingshaft mild, der Wind ist richtig, richtig mild. Wie ihr sehen könnt, der Wind wirklich sehr lebhaft. Die Sonne steht schon relativ niedrig. Gute halbe Stunde, 40 Minuten geht die Sonne auch runter. Hier kann man gut sehen, wie hier die Bäume bewegen. Es ist wirklich sehr windig hier. Obwohl ich hier geschützt stehe, also ich stehe recht tief und recht niedrig hier in den Feuchtwiesen unten. Hier am Bachlauf, da kennt man wie gesagt schön diese geschlossene Wolkenstruktur. Es wird teilweise auch etwas weiter Richtung Westen mittelhoch. Es sind jetzt noch hohe Bewölkungen. Es ist überwiegend Altocirrus und Cirrus und so. Es ist das gut erkennen, das ist diese Vorderseite dieser Störung, dieser Tiefdruckzone, wie man da sehen kann. Leute, ich bin dann heute mal nur im Nahbereich. Ich hatte mir gestern auf dem Rückweg von meinem Videodreh, hatte ich mir dann bei meiner E-Mühle, bei meinem E-Bike leider einen Platten gefahren hinten im Hinterrad. Also muss ich mir erst Bereifung besorgen und das flicken. Dann habe ich heute mal eine manuelle Tretmühle, wo man selber treten muss. Auch nicht verkehrt. Also für den Nahbereich reicht das Ding. Na gut, aber es ist hier ja auch sehr schön. Sonne hier durch die kahlen Bäume scheint, so also das Schattenspiel, dann ist es schon nicht schlecht aus bei den milden Temperaturen heute. Relativ spät jetzt, also es wird auch bald dunkel. Das, ja, dann erstmal so zum Wetter. Es ist angenehm, ich bleibe noch ein bisschen draußen, so bis die Sonne weg ist. Kann man das noch ganz gut aushalten. Danach, im Laufe der Nacht, Entschuldigung, wird es dann auch bisschen kühler, aber dann kann es sogar einstellig werden wieder, ist logisch. Kühlt dann natürlich aus in den Gebieten, wo noch keine Bewölkung ist. Aber von, wie ich eben schon sagte, von Westen kommt ja halt diese stärkere Bewölkung. Des Weiteren dann auch wohl an den Gebieten etwas Niederschlag. Jo, das erstmal so zum heutigen Samstag- und Wochenendwetter hier aus dem Weserbergland. Dann wünsche ich euch was, macht's gut, schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.